Bei der Zervikalstenose handelt es sich um eine Einengung des Rückenmarksschlauches an der Halswirbelsäule. Meist durch knöcherne Veränderungen vorangegangen sind oft unbemerkte Bandscheibenvorfälle der Halswirbelsäule, die dann so langsam aber sicher verknöchern und auf Dauer dazu führen, dass der Durchmesser des Spinalkanales, durch den das Rückenmark durch muss, verengt ist, dass Knochenspangen entstehen hinten am Wirbelkörper, die auf das Rückenmark drücken. Es gibt bestimmte Werte, wie weit dieser Kanal sein soll. Das ist jetzt ein deutlich vergrößertes Modell. Zu Anfang klagen die Patienten häufig über gerade auch morgendliche Nackenschmerzen, die mit Krankengymnastik, Massagen anfänglich zur Rückbildung zu bringen sind. Wenn diese Beschwerden immer stärker werden, immer schlechter zu behandeln sind, ist das schon ein Warnzeichen. Dann treten oft auch Kopfschmerzen auf, Schwindelerscheinungen. Bedrohlich oder bedenklich wird es, wenn die Patienten darüber klagen, dass auch die Arme einschlafen, zum Beispiel beim Schlafen selber, dass sie durch ein Kribbeln der Arme wach werden oder beim Autofahren, dass die Arme anfangen einzuschlafen, kribbelig zu werden. Und wenn ein ausgeprägtes Krankheitsbild erreicht ist, treten auch Gangstörungen auf, dass die Patienten eine Unsicherheit haben, wenn sie nicht nach unten schauen und ein schwankendes Gangbild entwickeln können. Dann ist oftmals der Kanal schon so arg eingeengt, dass das Rückenmark quasi in die Kneifzange genommen wird, keine Möglichkeit mehr hat auszuweichen bei Kopfbewegungen. Normalerweise wird das Rückenmark ja umspült von Nervenwasser und schwimmt da geschützt drin. Und wenn die Stenose, die Verengung des Wirbelkanales, ein erhebliches Ausmaß angenommen hat, dann ist das Rückenmark richtig gequetscht. Man kann im Kernspinn teilweise dann auch beim ausgeprägten Krankheitsbild schon Aufhellungszonen im Rückenmark sehen, als Hinweis dafür, dass innerhalb des Rückenmarkes durch den chronischen Druck Durchblutungsstörungen auftreten. Wenn man die Diagnose einer Zervikalstenose gestellt hat, das Rückenmark eingeengt ist, die gerade beschriebenen Erscheinungen vorliegen, dann soll man auch frühzeitig operieren. Eine konservative Therapie bringt da nichts mehr, weil Knochen auf das Rückenmark drückt. Und die Operationstechnik ist im Grunde genommen die gleiche wie bei einem Bandscheibenvorfall. Durch einen Schnitt von vorne geht man auf die Halswirbelsäule, entfernt die betroffene Bandscheibe und fräst mikrochirurgisch die Knochenkanten ab, die aufs Rückenmark drücken. Und in die Lücke, die dann entstanden ist durch die Entfernung von Knochen und Bandscheibe, wird ein sogenannter Cage eingefügt, der die Höhe des Segmentes erhält. Und das ist die ganze Operation.